Hanna. E-Quiz 5, die erste. Eberhofer-Quiz, Szene 2, Take 1. Klapp. Eberhofer-Quiz. Die fünfte, weil die Gesine hat die Kreide vergessen. Und jetzt haben wir das noch, was letztes Jahr drauf war. Was aber heißt, dass diese Klappe nicht von jedem Deppen benutzt wird, sondern nur von uns. Also, ja, Eberhofer-Quiz, die fünfte. Hanna. Super, fangen wir an. Wir fangen ganz einfach an. Das ist doch jetzt schon gelogen. Ja. Mit welchem Weihnachtsliedklassiker beginnt das Reh-Ragout-Rendezvous? Moment, aber das ist doch gar nicht der letzte Film. Der letzte Film ist doch Kugelhupfgeschwader. Da regt mich schon die Frage auf. Stille Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht heißt es, glaube ich, ganz. Nein, ja. Es heißt nur Stille Nacht. Oder heißt einen wunderbaren Film mit Tobias Moretti. Ja, es heißt nämlich tatsächlich, glaube ich, im Original Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht. Heilige Nacht. Reh-Ragout hält sich gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich ziehe zum Mooshammer Liesl. Und wer kocht und wer wäscht ab? Ihr. Wir. Wir. Stimmt's? Ja. Ah. Alles schläft, einer. Ja, ja, nein, aber ich glaube, der ganze Titel heißt ja nicht tatsächlich so. Ja, das läuft gut. Oh Gott. Die Jungs haben das auch gewusst, oder? Ja. Ja. Gut, aber ich glaube, wir haben es richtig beantwortet. Ein Pfadfindertrupp hilft bei der Suche nach Leichenteilen. Die Feenlein tragen verschiedenfarbige Halstücher. Ja. Welche Farbe hat das Halstuch des Rangers? Das ist total geschert, mich sowas zu fragen. Ich habe doch den Film noch gar nicht gesehen. Ich weiß, dass sie verschiedene Farben haben. Das sind Jahrgänge. Violett. Beige-blau. Ich gucke den heute das erste Mal, wenn ich im Kinosaal sitze. Sie können mir gar nicht Fragen stellen, die ich gar nicht wissen kann. Ich hab den Film noch gar nicht gesehen. Beige? Rot, sage ich. Ich glaube, dass er rotes um hat. So tricky Fragen, die den jetzigen Film betreffen, sind schwierig zu beantworten, weil... Ich nix Whisky, nix gesehen. Lila? Nee. Das war der so geschrien hat. Ja, das war der so geschrien hat und den Hut aufgehabt hat. Eine hässliche Farbe wahrscheinlich. Beige und blau, wenn man das mischt. Ich hätte jetzt gedacht violett, aber ich bin mir nicht sicher. Natürlich nicht sicher. Keiner kann ich sag rot. Pink? Nee, kann ja nicht sein. Gelb, glaube ich, sind die, oder? Sind die gelb oder sind die blau? Oder sind sie rot? Ich weiß es nicht, ich kenne die Szene nicht. Nee, beige und blau. Wenn man beige und blau mischt. 1, 2, 3, 4. Fähnlein, nicht so langsam. Schätze mal Gang hoch. Das ist ja fast richtig beantwortet. Rot und violett ist grau. Wenn man beige und blau mischt, kriegt man doch nicht grau. Ist die grau? Aha. Das weiß jeder, der Farben mischt. Der farbenblind ist, ja. Okay, weiter. Auto! Das machst du doch absichtlich! Achtung! Das Auto, Rudi! Am Ende des Leberkäse-Junkies gibt es einen Unfall mit schwerwiegenden Folgen für den Rudi. Welche Verletzungen hat der Birkenberger erlitten? Am Ende vom Leberkäse-Junkie gibt es ein... Es sind ein paar Doppelte dabei. Doppelte. Ja, aber das würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig wissen. Milzriss. Das ist echt, okay, gut, ich muss das erstmal alles irgendwie rekapitulieren, weil ich komme selber schon mit den Filmen und mit den Titeln durcheinander und ich weiß gar nicht mehr, wann was war. Doppelter Rippenbruch. Er hat was an der Schulter, Schlüsselbeinbruch. Ich weiß nur, dass der Rudi sitzt dann irgendwann mal im Rollstuhl. Rippenbruch, bin mir gar nicht irgendwas so sicher. Becken wollte ich gerade sagen, eine Beckenfraktur, irgendwas, glaube ich. Und er hat es querschnittsgelähmt, ist er aber gar nicht. Er hat einen Beckenbruch. Und er hat, glaube ich, eine Halskrause, oder? Schleudertrauma. Eine Milzquetschung hat er auch. Doppelter Beckenbruch, Schlüsselbeinbruch oder irgendwie sowas. eine unglaublich starke Milzquetschung. Doppelter Rippenbruch, ein Milzriss. Das sind schon mal drei Sachen, die er hat. Alles weiß ich nicht mehr. Irgendwas kommt noch dazu. Und irgendwas Doppeltes noch. Ich glaube, du hast zwei Doppelte. Irgendwas mit der Hüfte. Hüftbeckenprellung, Doppelte. Ich kann nicht. Ich bin keine gute Schauspielerin. Die Frau Jordan versucht mir Hinweise zu geben. Stimmt, er sagt's ja. Er sagt's, während er den Kaiserschmarrn isst, sagt er, was er... Das weiß ich noch. Gut schaust aus. Also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Rippenfraktur, Milzquetschung. Echt so viel?
Ja, Franz, so viel. Eieieiei. Eine Milzquetschung. Er hatte einen Schlüsselbeinbruch, eine Milzquetschung und einen doppelten Beckenbruch oder Beckenbodenbruch. Also Becken haben wir gehabt, also in etwa. Also genau, das war die Hüftfraktur. Eine Milzquetschung. Ich hab gedacht, das war ein Milzriss. Doppelte Beckenprellung. Das ist das internationale Zeichen für doppelter Beckenbruch. Das glaubt uns doch kein Mensch, Frau Jordan. Da sind, oh nee, das sind Sachen aneinander. Darf ich Ihnen das zuwerfen? Ja. Das ist aus dem Franz, seinem Auto, oder? Wo hängen diese Plüschwürfel? Oder hängt es bei der Susi im Auto? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh. Das hängt am Auto von dem Admiral. Nein. Kann das sein? Ja, ich glaube. Na, bei der Susi im Auto hängt es nicht. Also in meinem Auto hängt es nicht. Das wüsste ich. Die sind im Admiral. Vorne. Hier im Spiegel, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, was ist das für eine Frage? Der große. Ist es der? Alte der große, Rute. Dieser lange Schlitten. Ist es da? Hängt es da drinnen? Oh Mann! Ich meine, sowas hängt in Autos. Ja, es hängt, ich denke auch. Kann natürlich ab. Reragu-Rendezvous oder alle? Reragu. Ah, in Reragu. Okay. Reragu. Ist es Reragu? Weiß ich wenigstens den Film? Okay. Wo könnten die im Reragu hängen? Da gibt es so viele Autos in dem Film. In den Filmen. Also passen wird's zum Mustang aus Winterkartoffelknödel, aber. Also dann die Fahrschule, Fahrschule würde ich sagen, da hängt's, wenn die Fahrschule Oma. Fahrschule, wenn ich. Fahrschulauto, ja. Auto, meiner. Also die hängen nicht im Rathaus. Ich glaube, es ist Fahrschule. Hängt es vielleicht in dem Kran, an dem du in die Gülle abgelassen nee, wirst? Nein, da hängt nichts. Ich denke nur laut, ich habe nichts gesagt. Hängen die beim Pauli im Zimmer? Nee, das wäre mir auch aufgefallen. Ich weiß es nicht. Nein, warte, Spielzimmer vom Kindergarten? Nein, da waren wahnsinnig viele Sachen. Da waren gebastelte Sachen im Hintergrund. Das ist das Zeichen für Auto. Im Auto? Sie hängen im Auto vom Franz? Nein, dann weiß ich es nicht. Sie hängen im Auto. Sie hängen im Auto. Wer fährt denn noch? Sie hängen im Auto von der Fahrschule. Dann mache ich einen Führerschein. Führerschein. Jetzt geht's komplett. Sie hängen im Auto von der Fahrschule. Hängen diese Sachen. Hängen im Auto von der Fahrschule. Selbstverständlich hängen die im Auto von der Fahrschule. Danke. Oh Gott, ist das anstrengend. Ja, dann haben wir es ja richtig gemacht. Ah, verstehe. Okay, gut. Es ist so anstrengend. Okay. Servus. Servus. Hey, ich bin dabei. Das ist unfair, weil ich kenne den Film nicht. Wie nennen die Landshuter ihr städtisches Frei- und Hallenbad? Landshuter Meer? Kommt das vor? Arena. Landshuter Seenlandschaft? Aber ich weiß nicht, wie das Bad heißt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Niederbayerisches Wellnessresort Deluxe? Ich weiß überhaupt nicht, wo die Landshuter zum Schwimmen hingehen. Pastorenpaar, das, wo sie, die Kinder sind Leistungsschwimmer. Die Sarah, Victoria, Frick. Wo sie sagt, unsere Kinder sind Leistungsschwimmer. Die Szene habe ich vor Augen, ich habe sie auch gedreht, aber ich weiß nicht, was sie sagt, Schwimmbad, Freibad, keine Ahnung. Nein, weiß nicht. Warte mal, was? Ich weiß es nicht. Wurscht. Sag's. Ich bin der die Fragen stellt. Also, Donnerstag, 27. Am Dienstag, Donnerstag und Freitag hat immer meine Frau das Auto, ab 16 Uhr. Da ist sie mit den Kindern in Landshut, in der Schwimmschule. Geh, Theresa. Schwimmschule? In die Schwimmschule, ach so. Ja, Mist. Keine Ahnung, ich wusste nicht. Schwimmschule ist mir neu. Ja, das ist halt Landshut. Ja, da zahlt es sich jetzt nicht aus, dass ich Oberbayer bin, gell? ist da irgendwas Spezielles? Was ist das? This I know, das gehört der Mercedes. Ist das die von der Winterkartoffelknödel? Das muss ich ja wissen. Winterkartoffelknödel, die Jeanette Hein, die, oder? Weil sie mein Ferrari ist. Die Dings, ich weiß nicht, wie sie im Film heißt. Die Jeanette Hein. Das ist die Achselbehaarung von Simon Schwarz. Nein, das ist der Hut von der Jeanette Hein, glaube ich. Winterkartoffelknödel, sind wir aber richtig, oder? Doch, das trägt doch Jeanette Hein. Und ich sage dann zu ihm, ich weiß, was du gestern mit der Sonnleitner-Schnepfen gemacht hast. Oh. Jetzt, gib es her! Ist denn das Fleisch hier auch alles frisch? Wenn sie herlangen, können sie gar nur den Puls fühlen. Ludwig, sagen Sie Ihrem Kumpel, soll mein Kerl loslassen! Auf der Stelle! Das ist ein französischer Treupudel. Sein Rasshorn kostet mehr, als sie jemals verdient werden.
Wenn die ein Auto wäre, die wäre ein Ferrari. Mit Fellhauben. Okay, also war es Jeanette Hein und die heißt Mercedes. Okay, dann war das nicht die Sonnleitner-Schnepfen. Dann war das, ich beziehe mich darauf wahrscheinlich auf eine völlig andere Figur. Das Mercedes. Mercedes. Wie heißt der Flötzinger mit Vornamen? Ignaz. 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 Ja, Ignaz. Ja, Ignaz. Du, Ignaz, lass uns durchbrennen. Jetzt gleich. Servus. Flötzinger, schaust du scheiße aus. Flötzinger, du hast da der Wohnix-Check. Sanitär-Imperium und der Flötztower. Flötztower? Ja, sicher, 17 Stunden. Ja, aber ich sag ab und zu mal Ignaz, das wusste ich. Ignaz, Mary und die Kinder heißen Ignaz Finn. Ja, stimmt. Amy Gertrud. Amy Gertrud? Das ist die Jüngste und dann gibt es noch Ignaz Finn und dann gibt es noch die in der Mitte. Amy Gertrud war das Baby. Das Baby, war das ist die Amy Gertrud. Ignaz. Dafür kriege ich aber einen Punkt, bitte. Ja, absolut. Okay. Das ist übrigens der Name, der auf Spanisch, es gibt viele Namen, die in ausländischen Sprachen viel schöner klingen. Ignaz, Ignacio. Ihr wisst ja schon wieder alles. Na, du hast das letzte Mal ganz fies gehabt. Ich war einmal zu gut, da habe ich gedacht, da hast du richtig im Jahr draufgekommen, dann so Quantenphysik. Ja, aber sie haben mir voll viele Hilfe gegeben. Ja, so halbbefriedigend, aber du bist doch echt schwerer geworden. Also Sie sind so Pantomime-Göttin bei Ihren Abend mit Ihren Freunden immer. Irgendwie vor das dritte Mal oder so, da habe ich ja alles richtig gehabt, da bist du etwas beleidigt von dannen gezogen, habe ich gewusst. Also es ist wirklich problematisch. Ich kann mir auch keine Gesichter merken. Es ist ein Wunder, dass ich atme. Ich habe erstaunlich wenig Ahnung von den Filmen. Es ist ein Wunder, dass ich dabei bin. Man glaubt nicht, dass ich das gespielt habe. Alles gut. Und so war es auch. Mir macht es immer Spaß, ein Quiz. Ist da was drin? Immer so eine Aufregung, bis ich bei Ihnen irgendwas mal weiß. Jetzt habe ich schon gedacht, ich muss wieder wissen, wie viele Tannen auf diesem blöden Kreisverkehr sind. Los geht's! Warum fotografiert sie ein Bier? Instagram. Schau, ich habe schon einen Follower. Ein Zimmerl. Ich auch, am Flötzinger. Da! Mein Bier geht voll durch die Dicken. Ein Like habe ich schon. Wahnsinn. Ja, Franz, jetzt kaufst du halt auch mal so ein Handy. Ja, kannst du am Flötzinger mehr liken. Ja, like mich doch einfach am Arsch.